Hi, ich bin Lorenz Hagersner, Saxophonist aus Hamburg und ich freue mich sehr, euch mein neuestes Projekt vorzustellen. Ich liebe die Tradition im Jazz, dass Musiker sich spontan zusammenfinden zu einer Jam-Session und einfach zu Standards, also zu üblichen Stücken aus dem Jazz-Repertoire zusammen zu spielen. Und ich haben uns auf recht kuriose Art und Weise kennengelernt. Und zwar hatte er mit seiner Band Pure Desmond auf Schloss Elmau ein Konzert. Ja, dort sind wir uns begegnet und haben dann tatsächlich an demselben Abend noch zwei, drei Stücke gemeinsam gejammt. War ich komplett okkupiert von dem, wie der gespielt hat, weil mir das so gefallen hat, weil der einfach genau die richtigen Entscheidungen getroffen hat, sowohl vom Repertoire und wie er das gespielt hat. Und es war einfach genau meine harmonische Sprache. Und da dachte ich mir, hey, da mache ich eine Platte mit dem Pianisten. Und wer soll da noch mitspielen? Naja. Es kam jetzt eher durch die Pandemie. Da hat Lorenz Virtual Sessions organisiert. Also da haben wir gemerkt, dass wir eigentlich total Lust hätten, mal richtig zusammen Musik zu machen. Und kurz danach kam Lorenz auf die Idee, so ein Projekt zusammenzustellen. Ein Quartett, wo wir Standards spielen. Ich war auch sofort begeistert von der Idee, weil ich sowas ja auch schon länger mal machen wollte, ehrlich gesagt, und war dann sofort Feuer und Flamme für die Idee und ja, deshalb sind wir jetzt hier. Man kennt diese Situation, in verschiedenen Besetzungen zu spielen und auch gerade Standard zu spielen. Es ist aber, wenn man es aufnimmt, doch immer was anderes, als wenn man einfach ein Konzert spielt. Also es ist schon eine Herausforderung, weil wir uns auch jetzt im Studio zum ersten Mal zu viert gesehen haben. Jazz ist ja eine spontane Musik und diese Spontane finde ich genau interessant. Und außerdem wollte ich genau diesen Moment, den ich mit Josef hatte, einfach wiedererleben in einem größeren Zusammenhang, dass man sich zusammensetzt, jammt und dabei entsteht wirklich gute Musik. Das ist für mich die Quintessenz des Jazz. Thank you.